Namaste, hallo, ich bin Saraswati Devi, Französin, ursprünglich eigentlich Weltbürgerin. Ich lebe hier auf Djerba seit 3 Jahren wieder, schon mal 3 Jahre, 2011 bis 2013. Ich unterrichte hier Yoga, Tanz, indische Sakraltänze und ich lebe hier super gern. Das ist fantastisch. Ich bin sehr, sehr glücklich. Das ist für mich wirklich so ein Yoga-Weg. Und ich hoffe, dass ich hier lang bleiben kann. Hallo, ich bin Flo. Ich bin einer der Mitbegründer von Oasis Kite und der Haupt-Kite-Instructor hier vor Ort. Hi, ich bin die Sam und ich bin einer der Mitbegründer hier von Oasis Kite Camp. Unsere Geschichte reicht im Prinzip ins letzte Jahr zurück. Da haben wir im April das erste Mal die Insel hier besucht und festgestellt, dass es einfach perfekte Bedingungen zum Kitesurfen für Fortgeschrittene, aber auch vor allem für Anfänger bietet. Was verbinde ich mit Kitesurfen? Also Kitesurfen ist eine super Möglichkeit, um einfach mal abzuschalten und sich kurz im Moment auch mit frei zu fühlen und da ja, ist Kitesurfen halt die perfekte Möglichkeit. Man ist für sich alleine, man ist mit den Elementen vereint, mit Wasser und Wind und kann einfach ja, frei sein und sich vollkommen der Natur hingeben und entspannen. Also Yoga ist für mich einfach die ganze Facetten meines Seins mit allen Facetten der Welt und des Lebens zu verbinden, mich besser kennenzulernen und dadurch mehr in Einheit, im Frieden, in Harmonie mit meiner Umwelt zu leben. Es ist ein wunderschöner Weg des Lichtes, das Licht des Lebens, einfach das Glück in kleine Sachen des im Alltag zu sehen und zu betrachten. Das bedeutet für mich Yoga. Und Yoga zu unterrichten bedeutet für mich es, eben alle meine Mitmenschen zu zeigen. Beim Kiten, da beanspruchen wir natürlich die verschiedensten Muskelpartien, viel die Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur. Und vor allem um diese Bereiche des Körpers geht es ja dann auch im Yoga, dass man diese Muskulatur dann auch wieder entspannt, nachdem sie den ganzen Tag beansprucht wurde. Und in so einer entspannten Yoga-Session kann man das Ganze dann nochmal aufarbeiten und ist ganz bei sich und kann die ganze Action des Tages dann nochmal neu verarbeiten. Die schönste Tageszeit auf Djerba ist absolut während der Sonnenuntergangszeit. Egal, ob es jetzt auf der Flachwasserlagune ist, während dem Sonnenuntergang, wenn die Sonne auf dem flachen Wasser schimmert und auch golden anfängt zu leuchten, das ist so die absolute schönste Zeit. Oder ob man den Sonnenuntergang bei uns auf der Terrasse oben genießt, zum Yoga zum Beispiel. Genau, also das ist für mich die absolut beste Tageszeit auf Djerba. Ich lade euch ein, vom Herzen hier auf Djerba im Oasis Kite Camp zwischen Kiteboard und Yogamatte alle Töchter und Söhne des Windes zu werden. Für eine vollkommene Einheit und Harmonie zwischen Körper, Geist und Herz. Do you know?